Hi, neues Hausbau-Update. Die Fensterbauer sind wieder da. Ich habe jetzt auch gesehen, dass diverse weitere Fenster eingebaut wurden. Hier beispielsweise können wir sehen, dass die Seite komplett fertig ist. Einer hat schon gesagt, die dunklen Klinker beißen sich mit den weißen Fenstern. Aber das Ding ist, wenn man jetzt tatsächlich weiße Fugen hinmacht, hier kann ich mal ein Bild einblenden an der Seite, dann sieht es komplett gut aus. Auch mit der weißen Vertäfelung, welche am Ende oben beim Dachkasten hinkommt und so weiter. Genau, und hier bei der Gaube oben ist das Fenster auch schon eingebaut worden. So sieht das Ganze jetzt von der Frontalsicht aus. Und ja, jetzt fehlen noch die schwarzen Dämmplatten und dann muss hier verputzt werden. Bestimmt wird es im Endeffekt weiß verputzt, die komplette Gaube, die Seiten und entsprechend die komplette Front. So, das sieht echt gut aus, dass sie jetzt im Kinderzimmer, hier unten rechts im Gästezimmer und hier im Wohnzimmer die Fenster eingebaut haben. Das Fenster hier auch an der Seite vom Wohnzimmer. Jetzt sind sie gerade dabei, die Tür einzubauen, welche in der Küche hinkommt. Da sind die Elemente entsprechend ein bisschen größer und so weiter. Deswegen mit einem großen Rollokasten die Seiten schon ran gemacht und so weiter. Der will nicht. So sieht das Ganze aus. Und hier von innen, hier sieht man das auch rechts aus dem Rollokasten, entsprechend das Kabel rausgekommen ist, deswegen ist es bis hier unten hin auch so lang geblieben. Prinzipiell alles genau das gleiche, so vom kompletten Aufbau her, wie das hier festgeklebt wurde und so weiter. Und da das Fenster jetzt auch, wo aber ein paar Dämmplatten entsprechend davor stehen. Jetzt würde ich sagen, wir gehen einmal kurz nach oben, obwohl nee, hier ist gar keine Leiter an der Stelle. Aber hier das Fenster von innen drin, ich sehe es auch genauso. Drei solche Winkel an der Seite, beziehungsweise diese Metallscharniere, die da festgeschraubt werden an der Leibung. Und auf der anderen Seite genauso. Mussten die Fensterscheiben separat entsprechend eingebaut werden, Paul? Nein. Haben sie ausgebaut, ja? So schwer war sie. Okay, konnte man so aus der Tür rausmachen? Das sind fast 200 Kilo, versuch mal hochzuheben. Ja, ja, okay. Das ist jetzt mit einem Glas ist schon heftig. Mhm. Kann man rausmachen, ja? Ist nicht verklebt. Das ist nur eingekriegt. Der ist ja sowieso wie gummidicht. Ja, ja. Ah, wollt ihr hier auch mit Verputzarbeiten anfangen, ja? Für die Tür, die Schienen hinspannen. Die Leibung. Und da genau. Hat Papa schon Schienen reingemacht. Guck. Ja, ja, ich sehe. Zeig mal, dass die Leib, dass die das sehen. Ah, okay. Und das Kabel da oben, das ist in Ordnung. Viele haben angemeckert, dass jetzt die das abgeschnitten haben, weißt du, dass das nicht komplett reinguckt. Aber das Ding ist, dass die Kabeldurchführung von dem Rollokasten, die ist gar nicht groß genug, um das Leerrohr da in den Rollokasten mit reinzupacken. Wenn das Rollo irgendwann kaputt geht, ausschalen, unten aufschrauben, Kabel durchschneiden und vom neuen Motor mit Vakuumdurchgangsverbindern einfach im Kasten durchverbinden und dann ist auch in Ordnung. Dann musst du da nichts aufstellen wegen dem Kabel. Und jetzt in Einbandstyropor gepackt, ne, den ganzen Kasten. Und hier hat Papa jetzt die Eckschienen hingesetzt, das ist ganz gut, damit es hier geschützt ist. Und dann wird es ab dem Punkt hier einfach komplett verputzt. Das Kabel verschwindet, weil es auch verputzt wird, muss gar nicht in die Leibung reingestemmt werden, ne? Und dann sieht das Ganze komplett gut aus. Ja, jetzt wird sozusagen eine Schicht draufgeschmissen. Ja. Dann war es da Gitter drauf. Ja, die Armierungsgewebe, ne? Armierungsgewebe, genau. Und dann wird nochmal draufgeschmissen, nochmal ein Armierungsgewebe und dann Flächen. Ja. Ja. Das ist sozusagen der Halt da oben. Da oben habe ich schon durchgeklemmt. Habe ich gesehen. Ja. Kannst du eigentlich oben alles machen? Mache ich alles.
wo sie waren. Ich kann es eigentlich roten Deckel dran machen. Okay, und hier habe ich auch alles aufgeräumt, hast du auch gesehen, ne? Ja, das war gut. Ja, sehr gut, damit hier demnächst jetzt gestrichen werden kann. Ja, genau, aber die Seite muss ja fertig sein. Ja, klar, machen wir. Deswegen und dann in einem Zug. Will ich das hier auch jetzt fertig machen. Und hier wollt ihr Türleibung machen und dann kann auch irgendwann die Brandschutztür rein, ne? Ja. Die Leute haben ja gesagt, das muss vor der Leibung dran. Ja. Ja, wenn man so eine weiße Metalltür nimmt. Mhm. Die haben nämlich keine Türzacke, so richtig gesagt. Die wird festgemacht. Okay. Aber es gibt auch, die so aussehen, so wie normale drinnen, die Türen, so wie Zimmertür, ganz normal, plus als Feuerschutz. Und die haben ganz normale Zarge, alles gleich. Genau die gleiche Farbe. Plus kosten halt, etwas mehr. Okay. Bist du jetzt auch dafür, helle Fugen zu nehmen für Außenklinker? Wegen der weißen Fenster? Also ich habe mir angeguckt und ich muss sagen, ich habe ein Bild im Internet gefunden. Da war halt einer, der hat dunkle und zwar hat er so einen Fehler gehabt, dass die zu früh mit der Säure angefangen haben wohl. Dadurch hat er halt helle Fuge gehabt stellenweise und ich finde, die helle sieht besser aus als die dunkle. Da kommen auch die Steine besser zur Geltung, ist einfach so. Die werden auch heller. Dann ist es nicht schwarz, sondern hell. Ja, ja. Und das ist so ein großer Unterschied, was die Fuge ausmacht. Ey, das ist heftig. Ja, ist so auf jeden. Kann ich dir mal hier das Bild checken werden. Ja, okay, mach das. Na gut. Die bauen weiter das Fenster ein und ich gehe mal nach oben, um zu gucken, wie es da weiterging. Und ich habe da auch jetzt die Dosen eingegipst im Badezimmer. Da muss ich jetzt auch noch einmal die Gummischlauchleitung einmal abmanteln. So. Genau, hier sind wir ja in dem einen Kinderzimmer. Das ist auch Kinderzimmer 1 jetzt in dem Fall. Hier alle Rollokabel von der rechten Seite. Hat einer gefragt, ob das genormt ist bei Rollokästen, dass das Kabel von rechts rauskommt. Weiß ich selber nicht, gibt ja auch welche, wo links und rechts welche rauskommen, so wie bei uns im Wohnzimmer jetzt in dem Fall. Aber wie auch immer, am Ende kann man eh umschwenken. Wichtig ist in solchen Fällen zu gucken, wenn man jetzt einen Schalter rechts oder links neben dem Fenster hat und das Kabel hier nutzen möchte und nicht verlängern, dann achtet man da entsprechend drauf, wenn das entsprechend passt. Genau, hier auch alles zugemacht und schick gemacht. Hier will er auch mit Verputzen anfangen, so wie es aussieht, dass schon mal die Schienen gesetzt wurden. Hier auch ganz normal das Fenster eingebaut. Ah, weiß ich gar nicht, ob es hier bei dem jetzt aus der linken Seite rauskam. Muss man von der Länge mal anpeilen oder ob das auch umgeschwenkt wurde. Aber spielt ja im Endeffekt keine Rolle. Paul meinte zu mir, ich kann jetzt alle einmal durchverklemmen, aber ich werde braun-schwarz trotzdem hoch runter ausfindig machen. Nicht, dass es da dann zu Verklemmfehlern kommt oder so. Aber ich denke, vom Hersteller ist es jetzt bei jedem Rollo gleich. Einer hat geschrieben, kommt drauf an, ob der Auslass links oder rechts ist. Je nachdem, wie rum der Motor eingebaut wurde, kann es auch sein, dass braun und schwarz unterschiedlich ist von der Auf- und Abwärtsbewegung her. Deswegen werde ich nochmal prinzipiell alle einmal machen. Oh, hier sehe ich jetzt, sind die auch eingebaut. Boah, hier oben sind sie komplett fertig. Hier ist Kind 1, das große Zimmer, ne? Hier haben sie jetzt auch, ja, haben wir schon gesehen, dass alle Wandseiten verputzt wurden. Und hier haben sie auch die Fähnchen dran gelassen zum Beispiel. Ja, das ist ganz gut, kann man auch schon aufkloppen jetzt in dem Fall. Ja, und hier kam jetzt ein recht großes Fenster hin mit einem Rollo. Siehst du, das ist so kurz. Vermutlich kam das von der linken Seite und haben sie rüber geschwenkt und da ausgeführt. Weil das haben sie nicht eingekürzt, sie sind noch die originalen. Doch, den haben sie eingekürzt, dann haben sie abgeschnitten, abgemantelt und getestet. Kann auch sein, dass hier von rechts kam, aber sonst so ein zweiflügelartiges Fenster, wo man in der Mitte hier die beiden Henkel in dem Fall hat. Ja, sieht man vom Gegenlicht jetzt ein bisschen schlecht. Jetzt hat das, da sind die Löcher, damit man da die Dinger reinmachen kann. Jetzt ist hier gerade die Zange einmal rausgefallen. So sieht das Ganze aus. Top. Schön verputzt. Jetzt kann das hier noch verputzt werden. Ah, und wie sieht es eigentlich aus? Genau. Auch links drei solche Dinger. Und rechts. Und sonst alles verklebt. Oben mit Bauschaum. Sieht gut aus.
Hier im Badezimmer das Milchglasige. Haben sie auch eingebaut. Hier in dem Fall kannst du jetzt nicht rausgucken. Kann nur ein bisschen verschwommen irgendwelche Sachen wahrnehmen, dass da jetzt ein Haus mit einem roten Dach und so weiter ist. Hier auch mit Rollo und alles. Einfach eingebaut und fertig. Genau, da hat er jetzt die Böcke wieder so hingestellt. Aber im Endeffekt, da sieht man schon, muss ich das Kabel, was von unten kommt, einmal hochmachen, reinlegen. Und das andere einmal abmanteln. Lege ich mir die Zange einfach mal hier so hin. Und dann ist erstmal okay. Ja, und das letzte ist jetzt hier im Schlafzimmer. Haben sie auch schneiden. Ich muss ihn noch ein bisschen kürzer machen, abmanteln, durchverbinden und dann ist gut. Und das hier kannst du halt durchgucken, ganz normal. Schön saubere Scheiben, aktuell noch, aber kann man ja jederzeit wieder reinlegen und so. Genau. Und so viel wie verputzt wird, muss man gucken, was man hier von dem Kleber schon abmachen kann oder muss. Aber ich denke, das wird man alles, ja, vielleicht das abmachen, aber hier würde ich noch dran lassen, bis alles fertig ist und dann abziehen am Fensterrahmen. Aber das werden sie schon machen. Gut. Dann können wir von hier oben nochmal in der Gaube einmal gucken, wo wir jetzt hier oben sind. Ja, hier haben sie auch Rollokabel ausgeführt. Ja, und sonst haben wir von unten schon alles gesehen. Bloß, dass sie hier jetzt in dem Fall, da haben sie sich auch extra das Gerüst weiter runter gemacht, damit sie hier besser arbeiten können. Ja, hier haben sie jetzt auch noch geklebt, da wo sie Bauschaum gemacht haben. Wird dann am Ende eh mit Gewebeband und so weiter gemacht und dann verputzt. Und das mit dem Rollokasten, das wirst du dann am Ende nicht sehen, das wird alles schön glatt. Und hier ist eine schöne Kante. Ja, und dann ist es alles schön verkleidet und sieht gut aus. Und hier ist auf der linken Seite das, kommst du auch bestimmt noch ran, wenn du dann hier auf dem Podest stehst. Müssen wir mal gucken, wie das von der Höhe ist, wo Podest hinkommt. Aber hier geht auf jeden Fall die Treppe an der Seite nach oben. Deswegen kann sein von der Treppenstufe, dass man da rankommt, um das Fenster eventuell aufzumachen. Ansonsten bleibt es halt immer zu und ist dann am Ende ganz gut. Sonst ist hier alles jetzt komplett verschlossen von den Schlitzen. Hier auch zum Beispiel, da habe ich ja auch das Kabel ausgeführt für die Außenbeleuchtung. Deswegen, naja gut. So sieht das Ganze jetzt top aus. Da habe ich die Gummischlauchleitung jetzt abgemantelt und das Gummi noch ein bisschen reingucken lassen, so wie es sich gehört. Kann man dann ganz gut eine Steckdose einbauen und gegebenenfalls die Gummischlauchleitung entsprechend dann mit durchverbinden. Und ja, ansonsten nur noch Leerrohr absetzen und dann entsprechend in die linke Dose reinmachen und dann ist in Ordnung. Und das andere Ende, das kommt ja dann hier bei der Toilette raus, bei der Ausführung, die Geberit auch in dem Fall dafür freigelassen hat, um entsprechend dann Aquaclean vorzusehen, wenn man das denn am Ende möchte. So sieht das Ganze jetzt so aus, perfekt. Dann gehe ich wieder runter und gucke, wie das da alles so aussieht und Gestalt nimmt. Ist bei allen Rollos für braun nach oben und schwarz runter. Коричневый наверх и черный на низ, да? У всех так? Nein. Nee, ist unterschiedlich, ja. Nein, die braun ist nach oben, die blau ist nach unten. Die braun ist nach unten? Ja, und blau nach oben, aber die schwarz ist ganz anders, das ist Strom. Die schwarz, das ist Spannung. Das ist hier. Mit die... Und die reinstecken. Nein. Warum das? Ich weiß schon, wie es. Ja. Das war ja auch gemessen. Einmal Neutralleiter, rückfließender Strom. Das ist neutral. Das ist Schutzleiter. Ja, das ist Erde. Erde? Ja. Ja, das Neutralleiter 0. Nein, das ja. Ist nach oben. Nein. Aber trotzdem. Das ist Strom. Es gibt keinen Strom, es gibt entweder hoch das oder runter. Ist, nein, das ist Strom. Du kommst mit Strom rein und du sagst, du entweder das hoch ist oder Strom. Runter. Das ist oben, das ist unten.
Naja, gut. Da sind es zwei Kreise dann, oder was? Ja. Nein. Neutralleiter ist Neutralleiter. Eine ist hoch, die andere ist runter und dann ist noch Erde. Und was ist das? Entweder hoch oder runter. In dem Fall. Das ist oben runter. Ich bring dir hier Steck, die ja, Steck. Mach. Wie viel bezahlst du die Zeit? Ich hab doch den zum Drücken. Wir haben aber nur. Ich hab Stecker mit Varuklären. Wo ist das Steck? Im Auto. Was machst du rein? Gib mir die Kabel. Da wird die schon Kabel. Kriege eine rohne Mutter. Там есть вот эта хуйня, я поставил там. Завтра выйдешь, когда все ровно будет. Не, на низ, когда ты... Там на доле, на низ, она не ровна. Не потому что я это видел, там свет еще проходил на входе. Проходить, свет надо проходить. Не, если закрыто, тогда закрыто. Поехал. Поехал. Тогда до завтра, да? Можно что-то завтра, можно до нас выбежать. Не-не-не. У вас есть работа сейчас, Влад? Это не от нас зависит. Это не шибетюр, я. А войса ты меташтрихи. Хебе шибетюр. Есть 2-3 меташтрихи. Hier müssen sie noch festmachen am Ende. Und das Kabel entsprechend ein bisschen hochziehen an der Stelle, weil das jetzt eingeklemmt ist quasi. Und dann einmal rüberschränken. Kann ich aber auch machen. Aber ich glaube, hier in dem Fall war das jetzt so, dass braun die Abwärts- und schwarz die Aufwärtsbewegung gewesen ist. Teste ich nochmal, aber siehst du, dann ist auch unterschiedlich von Rollokasten zu Rollokasten. Und das Fenster hier muss entsprechend auch noch wieder eingebaut werden. Hier ist es drin. Hier kann ich das für mich nochmal ausprobieren, weil ich nämlich nicht so eine 90-Euro-Somfy-Fernbedienung habe. Aber im Endeffekt machen wir jetzt hier einmal den Neutralleiter drauf. Und wie gesagt, ich denke, dass braun die Abwärtsbewegung war. Deswegen packe ich jetzt immer braun hier drauf. Und dann kommt das Ganze einmal in die Steckdose rein. Zack. Genau, siehst du, jetzt fährt er hier runter. Und hat im Endeffekt den braunen. Da muss ich dann aufpassen, dass hier jetzt braun abwärts und schwarz aufwärts ist. Und dann lasse ich den nochmal mit dem schwarzen nach oben fahren, bis er die Endlage erreicht hat. Und dann ist in Ordnung. Komisch, was er gesagt hat, ne? Blau hoch, braun runter, schwarz Spannungsversorgung. Nee, alles gut. Ja, nee, alles gut. Ja, das Fenster haben wir noch nicht fertig gemacht. Ja, ich weiß. Bloß musst du trotzdem das Kabel hier rausziehen. Und ich habe gerade eben noch mal gemessen. Hier ist braun runter und schwarz hoch. Und im Hauswirtschaftsraum war braun hoch und schwarz runter. Deswegen ist von Rollo zu Rollo unterschiedlich. Muss ich jeden nochmal separat gucken, damit ich das auch entsprechend auf schwarz und grau an der Abzweigdose dran mache und dann am Aktor es nicht zum Vertauschen kommt. Okay. Guck mal, was der gesagt hat, ey. Blau ist Neutralleiter, grün-gelb ist Erde. Und hier ist einer die Aufwärts-, der andere die Abwärtsbewegung. Und der sagt, hier ist Dauerstrom, hier abwärts, hier aufwärts und hier Erde. Ich dachte, will der mich verarschen oder meint er das ernst? Oder vielleicht hat er aber eben schon gehabt, die gerade da waren, dass es anders war. Ja, es gibt noch Funkrollos, die haben drei Adern. Da gehst du auf braun mit Dauerstrom, hast aber auch Neutralleiter und Schutzleiter. Und im Motor ist ein Remoter, der per Funkfernbedienung entsprechend sagt, okay, jetzt runter, jetzt hoch, weißt du. Aber du hast hier jetzt per Schalter entsprechend, deswegen. Naja, aber am Ende muss das Kabel sowieso, so wie die das gemacht haben, hinter das Rollokabel einmal hingeführt werden und dann zur Abzweigdose nach da gelegt werden. Und dann ist in Ordnung. Nein. Meinst du? Nein, wird nicht zu kurz sein. Wird nicht zu kurz sein. Nein? Nein.
Ist nicht zu kurz, Paul. Hat sogar genau gepasst. Ja. Aha, das ist gut. Ist gut. Ja. Ich muss kurz eine Runde geben. Gucken. Nicht, dass eine zu schräg ist oder so. Der Wind zieht. Ja, der Wind drückt das auf. Ja, Durchzug auf. Das ist so gut, dass wir jetzt Fenster haben und es hier so windstill ist im Endeffekt. Also es ist wie bei Haus und Türen. Brauchst du ja auch nicht, nur das. Ja, es geht. Muss die Folie abgemacht werden, wenn verputzt wird? Wird da ein bisschen noch beigeputzt oder wird es genau zur Kante gemacht am Ende? Eigentlich bis zur Kante. Ja, okay. Mit so Keilen haben sie das Styropor festgemacht, ne? Und dann kommt da Bauschaum noch rein? Das haben wir schon. Okay. Aber ja, Bauschaum kommt noch rein, dann werden die Keile rausgenommen, dann ist gut, ne? Ja, genau. Einer hat nämlich gefragt, wie sieht es aus, was wird da gemacht über dem Fenster? Jetzt sieht man das mit dem Kasten, was dann auch entsprechend komplett verputzt wird am Ende und dann ist gut, ne? Ja. Okay. Ja, habt ihr überall Styropor reingemacht, beziehungsweise Dämmung kann man sagen, ne? Ja. Das ist ja diese Dämmplatten, die du da liegen hattest, die weißen. Na gut. Du musst dir das so vorstellen, bei dem Aktor im Sicherungskasten, wo die Rollos angesteuert werden, da habe ich immer beibehalten, schwarz, grau, schwarz, grau, schwarz, grau, schwarz, grau, schwarz für hoch und grau für runter. Und dementsprechend muss ich in der Abzweigdose auch schwarz auf die Hochbewegung und grau auf die Runterbewegung machen. Und das kann je nachdem immer abweichen, je nachdem welche Rollo verbaut wurden. Einer hat auch schon gesagt, kommt immer darauf an, wie rum der Motor vom Hersteller eingebaut wurde. Dementsprechend kann das mit den Farben auch unterschiedlich belegt sein. Ja, deswegen immer vorher prüfen und dann bist du auf der sicheren Seite. Das heißt, im Wohnzimmer, wo zwei Seiten mit Motor bestückt sind, wird halt verschieden auf jeden Fall sein. Der eine so eingebaut und der bestimmt, andere. Davon gehe ich aus, ja. Können wir dann nochmal gucken. Ja, alles klar. Dann tschüss. Ja.